völlig verdreht. Liebe Mitbürger, liebe Freunde, kennen Sie die Theorie der magischen Politik? Nein? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Ich habe auch erst dieser Tage von dieser Wunschvorstellung vieler Politiker gehört. Die meinen, die Realität, also die Wirklichkeit, sei nur eine Sache meiner Wahrnehmung und dass die Wahrnehmung einfach durch Worte, die die Politiker benutzen, verändert werden könne. Verändere die Wahrnehmung, dann veränderst du die Wirklichkeit. Das ist ihr Credo. Wie Breitbart News heute Morgen berichtet, habe die amerikanische Finanzministerin Yellen diese magische Politik versucht beim Thema Inflation. Sie hat zugegeben, dass ihre frühere Aussage, die Inflation sei ein vorübergehendes Phänomen, falsch gewesen sei. Sie übernehme aber keine Verantwortung für die gravierenden Folgen dieser Fehleinschätzung und der falschen Politik zum Schaden der Verbraucher, sondern sie versuche, mit süßen Worten eine neue Wahrnehmung zu erzeugen, dass die Regierung nunmehr ihren Fokus auf die Inflation und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung richten würde. Diese Versuche der Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die Wirklichkeit zu verändern, indem man die Deutungshoheit über die Begriffe erlangt, um damit die Wahrnehmung zu verändern, diese Versuche lassen sich auch in anderen Bereichen immer deutlicher erkennen. Besonders verstörend war das, meiner Meinung nach, in den vergangenen 2,5 Jahren. Da wurde die Definition von Gesundheit völlig verdreht. Da wurde plötzlich ein dubioser Test, der technisch nicht einmal in der Lage ist, eine Erkrankung festzustellen, zum Goldstandard für die einschneidendsten Gesundheitsmaßnahmen, die jemals weltweit getroffen wurden. Und durch die ständige Änderung von Begriffen wurde die Bevölkerung in einem Zustand der Angst gehalten, der alle, auch noch so unsinnige Maßnahmen, als notwendig und alternativlos erscheinen ließ. Die Theorie der magischen Politik schien sich in dieser Zeit zu bewahrheiten. Die Wahrnehmung einer uns alle bedrohenden Pandemie schien die Wirklichkeit zu gestalten, bis die schnöden Fallzahlen diese manipulierte Wirklichkeit mit der tatsächlichen Wirklichkeit konfrontierte. Jeden Tag hören und lesen wir nun von neuen bestürzenden Studien, wie jetzt von Australien, wo die Übersterblichkeit in einem durchgeimpften Land erschreckend zunimmt. Die Entzauberung der wundersamen Corona-Politik nimmt Gott sei Dank immer mehr Fahrt auf. Doch wer wird jetzt zur Verantwortung gezogen für diese völlig verfehlte Politik? Und wer schützt uns vor den Bestrebungen, die derzeit lediglich ausgesetzten Maßnahmen für die nächste Runde eines noch zu schaffenden Angstnarrativs wiederzubeleben? Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein, sagt der Volksmund. Und darauf vertraue ich. Jeder muss einmal Rechenschaft ablegen für sein Tun. Und ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die uns diese neue Wirklichkeit aufgezwungen haben. Liebe Freunde, lassen wir uns nicht entmutigen. Diese Wunderpolitiker mögen versuchen, uns beim Thema Klima oder auch beim Thema Gender eine andere Wirklichkeit vorzugaukeln. Letztendlich werden die Realität, die Faktizität der Zahlen und die Biologie diesem Wunschdenken eine unsanfte Landung bescheren. Lassen Sie sich nicht beirren. Das, was Sie von Ihren Eltern, was Sie in der Schule oder im Beruf gelernt haben, sollten Sie nicht unter dem Druck der Politik und der Medien einfach aufgeben. Der gesunde Menschenverstand ist noch immer ein zuverlässigerer Ratgeber als all die offensichtlich nicht mehr gut gemeinten Ratschläge und versteckten Drohungen, die wir Tag aus, Tag ein hören. Kämpfen wir für unsere Freiheit, für das Gute und Schöne, für unsere Familien und für die Zukunft einer offenen Gesellschaft mit einem menschlichen Antlitz. Es gibt so viel Freude in den kleinen Dingen. Lassen wir uns keine Angst einjagen, sondern suchen wir das, was uns als Menschen verbindet. Suchen wir das Antlitz Gottes in jedem Nächsten und leben wir das wirkliche Leben. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Herz und gutes Gelingen bei all Ihren Vorhaben.
Ihr Joachim Kuhs.